Hallo ihr Lieben, heute das letzte Video hier schön draußen mit perfektem Hintergrund, aber Vince fährt gerade durch die zugefrorenen Pfützen und deswegen nutze ich die Zeit, um mein heutiges Video hier für euch zu drehen. Und zwar geht es um die Bedürfnisse von dir als Frau. Wir haben so viele Rollen, die wir bedienen müssen. Wir sind Mama, wir sind Partnerin, Ehefrau, wir sind Hausfrau, wir sind Tochter, wir sind vielleicht Schwester, Tante, wir sind Arbeitnehmerin, vielleicht auch Arbeitgeberin. Also es gibt so viele Rollen, wir sind Freundin, so viele Rollen, die wir jeden Tag bedienen. Und eine Rolle, die dabei ganz oft auf der Strecke bleibt, ist unsere Rolle als Individuum, als Person, als der Mensch, der du bist, als die Frau, die du bist. Und macht euch gerne mal den Spaß und schreibt mal alle eure Rollen auf, die ihr so habt in eurem Leben und verteilt da mal Prozentzahlen drauf. Also wenn ihr so einen ganz normalen Tag nehmt, zu wie viel Prozent seid ihr Mama? Zu wie viel Prozent seid ihr Partnerin? Zu wie viel Prozent seid ihr Arbeitnehmerin? Und zu wie viel Prozent seid ihr einfach nur ihr selbst? Diese Prozentzahl wird bei den meisten von euch sehr gering ausfallen, weil wir uns sehr wenig Zeit für uns nehmen, weil die Selbstfürsorge für uns selbst sehr, 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 sehr kurz kommt. Das ist unglaublich schade und tragisch. Und ich sage das so oft, wenn ihr nicht euch um euch selbst kümmert, auf eure Bedürfnisse achtet, auf eure Bedürfnisse hört, wenn ihr dafür sorgt, dass es euch gut geht, dass ihr das tut, was euch ausmacht, was euch gefällt, dann leidet ihr, dann leidet eure Kraft, eure Energie. Das wirkt sich auf alle eure Rollen aus, vor allen Dingen auf eure Mutterrolle, weil wenn es dir nicht gut geht, wie sollst du dann dich um andere gut kümmern können? Deswegen schau mal drauf, dass du dir als Individuum, dir als Frau wieder mehr Prozente geben kannst, dass du mehr auf deine Bedürfnisse achtest, was du möchtest, was du brauchst und das in deinem Leben integrieren kannst. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Vergiss dich selbst nicht. Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und du weißt gar nicht mehr, wer du bist, was du brauchst, was dir gefällt, was dir wichtig ist im Leben. Natürlich ist es wichtig, für unsere Kinder da zu sein. Ich glaube, unsere Rolle als Mama sollte schon noch einen großen, großen Prozentsatz abbekommen, aber auch unsere Rolle als wir selbst, als Frau, als Individuum dürfen nicht zu kurz kommen. Deswegen nimm das mal als Impuls heute mit. Schau mal, was sind denn heute deine Bedürfnisse? Was ist dir eigentlich heute gerade wichtig? Was brauchst du? Und schreib dir gerne mal all deine Rollen auf und werd dir bewusst, was du eigentlich jeden Tag alles leistest. Ich hoffe, das Video hat dir wieder gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss!